Aber mittlerweile gibt es auch Lehrgänge oder sogar Ausbildungsberufe für Barista, wo es halt nur darum geht, Kaffee optimal zuzubereiten, denn wir Deutschen sind ja eins der Bürger, die lebende Fan und deswegen den meisten Kaffee konsumiert. Und auch diese kleinen Kaffeeläden, die haben natürlich viel zu tun im Moment und da sind natürlich auch Leute, die sich ausüben. Und wo ist euer Shop nochmal? Wo ist eure Niederlassung? Also wir grüßen hier mit einem Kollegen zusammen direkt bei der Grenze zu Saarland. Kaufen kann man von Kaffee über das Internet oder natürlich auch, wie gesagt, in der Firmasitz, in der Adelstraße oder in Warschau. Internet, das Stichwort ist gefallen, dann gebe ich ganz kurz den Auftritt bekannt. www.die-kaffeemühle mit UE natürlich.de. Da finden Sie alle Informationen. Ich bin so müde. Wenn Sie jetzt nicht wissen, wo Sie vorbeigehen, dann hilft ein Kaffee. Das hilft auf alle Fälle ein Kaffee. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen ganz kurz noch ein bisschen was mit an die Hand geben. Wir haben natürlich noch einiges vor mit Ihnen. Es ist jetzt 10:45 sowas, ja. Ne? Um 12 Uhr sind wir in unserer Schauküche, in unserem Kochtheater und da wartet ein ganz besonderes Highlight auf Sie. Wir haben auch in diesem Jahr wieder auf der Kulinaria und Lifestyle, wie all die letzten Jahre auch, einen Sternekoch. Und er hat nicht nur einen Stern, er schickt sich an, vielleicht demnächst sogar den zweiten zu bekommen. Der Mann kommt aus dem Saarland, sein Restaurant heißt Le Noir und wir freuen uns heute gemeinsam, ihn dort begrüßen zu dürfen. Freuen Sie sich mit mir auf Jens Jakob. Um 12 Uhr in unserem Kochtheater im anderen Teil der Halle. Sie sind herzlich eingeladen, da natürlich mit zuzuschauen, ein bisschen was zu kosten und sich diesen absoluten Profi in der Küche mit uns anzuschauen. Danke erstmal soweit für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns nachher um 12 Uhr im Kochtheater. Ganz kurz.
Ha ha.